So. Da, die Kiste können wir uns eigentlich direkt mal holen, wenn wir die schon mal markiert haben. Warum nicht? Ja, aber bestimmt was Nettes wieder drin. Ah, da ist sogar so eine Kiste. Da ist bestimmt was Nettes drin. Yes. Schwere Pistole. Hört sich gut an. Und ich höre die andere Drohne. Ach nee, das sind ja scheiß Funk hier. Oh, hallo. Ich hab gedacht, hier kann ich runter. Müssen wir doch den weiten Weg wieder gehen. So, da hinten ist anscheinend die andere Drohne. Nie können wir das hier markieren. Was soll der Scheiß? Naja, müssen wir wieder den weiten Weg gehen. Wie so oft. So, das ist die Hauptmission, aber wir müssen da lang. Ach, ich dachte schon, da wäre der Bär. Zum Glück nur ein Reh. So, hier irgendwo sollte die Drohne da sein. Gucken wir auf der Karte, jawohl, wir sind am richtigen Weg. Ah, ich höre sie schon. Ja, auch nicht. Ah, oh, nein. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich lässt er uns in Ruhe da oben. Hau ab! Ich seh den nicht. Scheiß Kackvieh. Schnell hier hoch. Stirb! Ne, jetzt lasse ich nicht hinkommen. Auf gar keinen Fall. Komm her, du. Nein, hau ab! Ja, wie viel hält der aus? Kann ja nicht sein, was ist denn das für ein Vieh? Hallo, ey. Ja, auf jeden Fall war es so ein Special-Fell. Das war auch das Mindeste. Ich hoffe, das hat sich wenigstens gelohnt. Und wie viel Munition habe ich denn reingeballert? Meine Fresse. So. Auch erledigt. Ich brauche mal ein Basiscamp. Ich brauche unbedingt neue Pfeile und sowas alles. 14 Stück. Wir haben keine Munition mehr. Na, hier können wir nachladen. Ah ne, Moment, herstellen. Hä? Hallo? RT. Wie voll? Bin ich verarschen? Können wir nichts herstellen. Na gut. So, Troller, wo bist du?
Haben Sie sich um den Rest dieser Maschinen gekümmert? Yep. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Das haben Sie. Vielleicht schicken Sie mehr, aber wenigstens bremsen wir die Schweine aus. Vielen Dank für die Hilfe. Aber gern doch. Alter Hornbogen. Alternative Waffen. In jeder Waffenkategorie sind verschiedene Waffen verfügbar. Jede Waffe hat einzigartige Vor- und Nachteile sowie ein eigenes Aussehen. Manche verfügen sogar über exklusive Upgrade-Optionen. Alternative Waffen können in Basislagern über das Waffenmenü eingesehen werden. Aha. So. Kennen wir das schon hier? Der gefürchtete Tag ist gekommen. Es ist nicht mehr abzustreiten. Die Helikopter, die wir beim letzten Sonnenuntergang sahen, sind der Beginn einer neuen Invasion. Wir sind im Schatten der Kämpfe unserer Eltern aufgewachsen. Jetzt haben wir wohl unsere eigenen. Aber die heilige Pflicht muss erfüllt werden. Wir müssen die Quelle der Gnade Gottes auf Erden beschützen. Hm. So. Würde ich sagen, wir machen mit der Hauptmission weiter, oder? Ich weiß, eine Höhle, Überlebensverstell, Krypta und hast du nicht gesehen? Obwohl, so eine Krypta könnte man sich mal angucken. Oder sollen wir das später machen? Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Aber wenn ich da nie hingehe, dann kann ich auch nie wissen, was es da gibt. Aber wir machen trotzdem mit der Hauptmission weiterkommen. Ich bin nämlich neugierig, wie es weitergeht. So, komm mal hier rüber. Zum Glück ja. Oh oh, ein Wildschwein. Ich tu dir nix, tu mir auch nix. Da unten sind noch mehr. Was haben wir denn hier Schönes? Ah. Die Schweinchen umgehe ich lieber mal. Was? Non-optionales Grab? Das kann ja nur bei den Schweinchen da sein, oder? Ich muss mir mal dieses Oder-Oder abgewöhnen. Ist ja schlimm. Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Ich grüße Sie. Oh, hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ja, ich grüße dich auch. Die neuen Pfeilspitzen sehen stumpf aus. Ein stumpfer Pfeil ist besser als der. Wir wissen nicht, welche Rüstung die Eindringlinge tragen. Toll, 5 Schuss. Was soll ich denn damit? Ja. Wenigstens haben wir dieses Mal ein paar Gewehre. Ah, Ruinenlager. Aber ich würde gern zu diesem optionalen Grab.
Wo könnte das sein? Da unten in der Höhle? Das ist wahrscheinlich über den Schweinchen. Oh, das ist noch eine optionale Mission. Da ist das Grab. Da ist das und da ist das. Oh Gott. Egal, wir machen trotzdem mit der Hauptmission weiter. Wir können ja danach mal die... Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn sie das Signalfeuer entzünden, wissen sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden sie wissen, was zu tun ist. Moment, da war doch ein Lager, genau da. Da ist ein Lager. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Ach, du kannst da gar nichts dafür. Mach dich nicht dafür verantwortlich. Das ist nix gut. So, Pistole können wir upgraden. Na, haben wir nur das eine. So, ich wollte aber mal gucken. Ach du Scheiße, der ist ja voll kacke. Der macht kaum Schaden. Nee, dann behalte ich über den anderen. Knarre haben wir schon die gute. Vergoldetes Repetiergewinn, das mit tödlicher Gewalt zuschlägt. Weißt du was, ich würde sagen, das nehmen wir sogar mal. Weil dann können wir mit einzelnen Schüssen wahrscheinlich direkt einen Gegner wegballern. Oder? Ach komm. Guck mal, sieht sogar richtig schick aus. So, ein anderes Outfit wollte ich mal nehmen. Was haben wir denn hier Schönes? Na, blau ist auch nicht schlecht. Was ist das? Ach Gott, voll der Army-Dress. Na, auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir rennen mal mit dem T-Shirt durch die Gegend. Mal ein bisschen luftiger hier. So. Ah, wir können einen Ausrüstungsgegenstand machen. Ein Jägerköcher für mehr Pfeile, die wir mitschleppen können. Oder Pistolenmunition. Ah, Pfeile natürlich. Weil da konnte man viel zu wenig mitnehmen. So, und dann können wir eigentlich direkt mal Munition dafür machen. 35 können wir jetzt nehmen. So. Und weiter geht's. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Holz mitnehmen, weil wir für die Pfeile verballert haben. Das Holz. Noch mehr Holz. Hä? Hab ich doch gerade Holz gesehen, oder? Da habe ich schon Paras hier. Beziehungsweise Halluzinationen. Optionale Mission verfügbar.
wir laufen gerade Richtung Krypta. Wie sage ich das schon immer so oft, wenn wir schon mal am Weg sind. Gucken wir mal, was da ist. So, die Kiste nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ah, nur eine Komponente, dann haben wir das Gewehr. Jiha! Was, da oben müssen wir hin? Ah, ja. Aber wir wollten ja zur Krypta. Und die ist doch bestimmt bewacht von irgendwelchen Viechern. Ah, Moment, das ist Erz. Na, können wir nicht nehmen, haben wir genug. Können wir auch nicht nehmen, die Pilzchen. So, da ist der Eingang. Ah, dann kloppen wir uns mal da rein. So ruhig hier, gefällt mir gar nicht. Oh. So, mal gucken, wenn sich das hier richtig lohnt, dann gucke ich mir die andere Krypta auch noch an. Zwar nicht unbedingt direkt danach, aber dann halt so ziemlich zeitnah. Weil wäre ja beknackt, wenn wir jetzt über die halbe Karte rennen zur anderen Krypta, obwohl die Hauptmission ziemlich in der Nähe ist. Aurora, die Ärztin. Boah, wir sind schon griechisch Level 5. Hm. Müssen wir jetzt eigentlich alles lesen können. Der Weg nach Kitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Kitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. So, Erz kann man nicht nehmen. Ja, brauche ich gar nicht mehr zu gucken. Obwohl ich weiß nicht, ob es da verschiedene Arten Erz gibt. Na, runter. Hä? Ach, lass dich einfach fallen. So hoch ist er doch nicht. Hier auch noch weiter. Da geht's weiter. Oh no, Labyrinth. Ah, aber hier ist ja schon die Krypta. Was haben wir denn da Schickes? Antiker Bogen. Jetzt, wo ich die Kiste gesehen habe, habe ich mich erinnert, dass wir schon mal in der Krypta waren. Antiker Bogen, aber wenn der was richtig was drauf hat, warum nicht, ne? Kriegen wir doch richtig schicke Sachen. Ja, ich weiß, Erz kann man nicht nehmen. Ich guck trotzdem immer wieder. Mehr ist ja auch nicht. Ja, müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen.
So, ich hoffe, hier ist jetzt in der Nähe mal ein Basislager, weil ich wollte eigentlich mal eine Pause machen. Ja. Bis ich da angekommen bin, lasse ich die Aufnahme noch laufen. Also von der Folge hier. Deswegen nicht wundern, wenn die mal ein bisschen länger wird. So, weit kann es ja nicht mehr sein. Genau, hier sind wir schon da. Hier ist egal, welchen Weg wir nehmen. Führt eben beide zusammen. Ja, dann sind wir schon wieder draußen. Basislager, da. Da gehe ich jetzt noch hin und dann machen wir jetzt mal ein Päuschen. Optionale Mission, ja, aber wo denn? Ah, hier. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss Sie um etwas bitten. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben Sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschrecken. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder, auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich Ihre Hilfe brauchen. Natürlich. Die Späher sagen mir, Sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören ja Ihrem Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold brauchen können, gebe ich Ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Ja, da habe ich schon jede Menge gemacht anscheinend. 5 von 9 haben wir schon. Was? Optionales Herausforderungsgrab. Ach so, ja, da hinten. Ja, den Eingang zu finden wird nicht einfach. Weil hier ist ziemlich verworren alles. Oh, hallo. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal. Hast nur einen Fähigkeitenpunkt? Eben hat er doch nur so gerattert da. Gerattertatata. Okay, hier haben wir ziemlich wenig, nur 5 von 18. Deswegen nehmen wir mal hier was. Ja, nur was. Dreifachschuss. Aha. Bogenexperte. Führen Sie eine Bogenexekution auf kurze Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Spezialpfeile von Feinden zu erbeuten. Führen Sie eine Pistolenexekution auf kurzer Distanz aus und verbessern Sie die Chance, hohe Spitzgeschosse. Aha. Gewehrexperte das gleiche. Na, nehmen wir mal Bogenexperte. Gut, dann würde ich sagen, ich schmeiße mal eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin.